Viele Jugendliche leben auch in der Rennbahnsiedlung in der Donaustadt. Für einen deutschen Jungregisseur war die Stadtrandsiedlung die ideale Kulisse für seinen Kurzfilm. Darin geht es um das Leben von jungen Leuten im Gemeindebau nach einer wahren Geschichte. Für die Laiendarsteller, die selbst in der Rennbahnsiedlung wohnen, waren die Dreharbeiten eine große Herausforderung. Die Handlung des Films Kinderleicht beruht auf einer wahren Begebenheit. Eine Gruppe Jugendlicher beschließt, dass sich einer von ihnen vor ein Auto wirft, um den Fahrer danach zu erpressen. Die Geschichte, die sich so in Berlin abgespielt hat, ist von Regisseur Tim Ellrich in die Rennbahnsiedlung verlagert worden. Die Hauptdarsteller Fatih, Linda und Yusu kommen ebenfalls von hier. Mann, bist du behindert? Kannst du kein Auto fahren? Der Fatih hat eben den Jus und den Lindor mitgezogen und er hatte Lust und hat auch Interesse und man hat auch gleich gemerkt, dass er es ernst nehmen würde. Und dann haben wir halt angefangen, eben uns oft zu treffen, das durchzugehen, einen Schauspielcoach zu engagieren für die Jungs, dass wir einfach eben auch Authentizität wahren können. Gehen wir was essen. Ja, dann gehen wir was hier brauchen. Ich weiß nicht. Die Schauspieler können die Authentizität nur bestätigen. Ich wohne hier, ja, und es passt schon dazu zu Remonweg auch, zu dieser Siedlung. Also die Geschichte passt nicht so zu mir halt, aber wir sind ja in einer Siedlung, in einem Gemeindebau und da macht man schon halt Blödsinn, da wird auch hier viel Blödsinn gemacht. Das ist fast bei jeder Gemeindebau so. Die stärksten Zucker der Welt. Okay. Die werden euch umhauen. Ja. Na, probiert es aus. Komm, nimm da jetzt. Vielleicht ist der Film ja auch der Beginn einer Karriere. Ich wollte immer schon ein Schauspieler werden und ich wusste halt nie wie und habe mir einfach gedacht, das ist die einzige Chance. Ich probiere es einfach. Kannst du dir vorstellen, später auch einmal weiter Schauspieler zu sein? Ja, wenn die Zeit mal kommt, schon. Ich will mal erstmal meine Lehre fertig machen und dann schauen wir mal weiter. Kinderleicht ist sicher nicht alles in der Rennbahnsiedlung. Nach den 12 Minuten Film, die hier entstanden sind, kann man die Kinder hier aber sicherlich leichter verstehen.